da an und dann sage ich erst einmal guten Morgen. Mein Name ist Nasu, wie Sie wissen. Ich wollte euch ja zeigen, was ich jetzt gekauft habe, um richtig anzufangen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt das sagen darf, gleich anzufangen. Das ist ein LiveKids, wie Sie sehen, das habe ich ja aus China gekauft. Das ist die, also es kommt als vierteilig, also das ist der LED-Licht, Mikrofon, das ist der Halterung für das Ganze und das ist hier ein Stativ, also dazu. Also das vierteilig. Wie gesagt, habe ich aus China bekommen und das habe ich vor 2, 3 Wochen bekommen und ich habe noch nichts benutzt, aber ich versuche es jetzt mal sehen, wie das aussieht, damit aufzunehmen oder damit mal zu arbeiten. Auf jeden Fall, das ist jetzt das Licht von LED-Licht, der kann man, das kann man ja irgendwie so richtig hell machen, das kann man ja auch irgendwie runterdrehen. Das kann man auch mit irgendwie ein weißes Tuch oder mit einem Taschentuch irgendwie abdecken, damit das Licht nicht so ganz hell ist und diese Verspiegelung nicht da ist. Auf jeden Fall, das habe ich gekauft. Das hat mich ungefähr, also mit dem LED-Licht, mit dem Mikrofon. Der Mikrofon allerdings hat er zwei solche Kabel. Sie wissen ja, wie das ist, warum das ist. Eine steckt man in den Mikrofon und eine in den Telefon oder in den Kamera. Sage ich mal, dann fängt man an zu filmen. Ich filme jetzt zwei Telefone, also zwei Geräte und einmal Huawei und einmal Samsung S9 und diese Huawei ist Y7, glaube ich. Auf jeden Fall. Ich habe noch eine Kamera dazu gekauft. Gestern habe ich die gekauft. Also ich zeige es euch auch. Das ist ja eine Panasonic DMC FZ300. Das ist dieses Kamera. Ja, also man das sehen kann, gut, das Licht leuchtet so richtig drauf. Auf jeden Fall, die habe ich ja ausgepackt. Die Kamera habe ich ausgepackt und ich habe damit Büchlein oder irgendwie Gebrauchsanweisungen und so weiter und CDs ist hier auch dazu gekommen dabei. Ich habe die Kamera ausgepackt, wie gesagt, und ich habe die zusammen gebaut, sei immer, oder geführt. Das ist das Schutz. Den habe ich ja auch gemacht oder gebunden und das ist das Gürtel und das hier ist der Kabel für die Computer und die Kamera, damit man die Filme runterladen und bearbeiten auf dem Computer. Und das ist die Ladegerät. Und das ist die Batterie davon. Und das ist der Kabel vom Ladegerät. Und was noch? Achso. Und ich habe noch diese hier für die Sonnenblende
Habe ich ja auch dazu bekommen. Die kann man hier auch irgendwie reinbringen. Dann hat man ja irgendwie richtig schöne Kamera, sag ich mal. Gut, ich habe das Ganze jetzt gekauft und ich fing jetzt erst einmal an. Und das ist das Monitor, DFT-Monitor, und den kann man ja drehen. Damit, wenn man jetzt die Kamera so ist, damit man ja sieht, was man ja filmt. Na gut, da will, viele wissen das. Viele wissen das. Ich will die Kamera erst einmal nicht anmachen, weil die Batterie, glaube ich, nicht so voll ist. Aber auf jeden Fall, ich mache das. Ich mache das. Na, tun wir die hier rein. So. Und dann machen wir die an. So, und jetzt ist er an, wie man sieht, wie man sieht, dieser Monitor, der kleine Monitor, der, und das hier ist, ja. Das ist das, guck mal, der geht ganz schön raus. Der Zoom, also bis 25 bis 600. Und diese Objektiv kann man nicht abmachen. Also kann man nicht wechseln, kann man nicht erweitern, weil der ist schon so weit. Aber auf jeden Fall, den kann man nicht erweitern. Vielleicht kommt ja irgendwann irgendwas auf der Markt. Also das Ding hier ist noch da. Also dass man ja irgendwie abschrauben kann, ist noch da. Auf jeden Fall, die Kamera habe ich jetzt gekauft und ich versuche damit irgendwie im nächst zu filmen und zu arbeiten. Gut, das wollte ich ja gezeigt haben, erst einmal. Und warum ich das Ganze jetzt zeige, weil ich jetzt neu bin in diesem Gebiet. Und es gibt wirklich viele, oder wahrscheinlich gibt es viele, die mehr Erfahrung als ich da haben. Und vielleicht kann der ein oder andere mir einen Tipp geben, was ich jetzt machen kann oder wie ich das jetzt machen kann. Gut, ich habe jetzt viele Videos auf YouTube und Facebook auch. Aber ich bin noch nicht so weit, dass man sagen kann, ja gut, ich kann ja selber oder allein arbeiten. Es gibt bestimmt der eine oder andere, der mir einen Tipp geben kann, der mir mal schreiben kann, wie ich das machen kann oder wie es das am besten zu machen ist. Also, ne, also, und das hier ist eine SD-Karte, und diese SD-Karte wurde mir gesagt, also von der Fachmann, wenn ich jetzt irgendeine SD-Karte nehmen würde, dann wird das auf die Kamera wirken, wie auf den Filmen wirken. Also es wird zwischen Bild und Ton irgendwie eine Sekunde oder so, oder eine halbe Sekunde irgendwie Verzögerung, also zwischen Bild und Ton. Also dann wird das nicht so schön. Und deswegen musste man sowas nehmen. Also das steht auch, das ist für die Kamera ist. Da steht das hier, für die Kamera ist. Und es ist ja, wie gesagt, das ist 128 GB und 4K ist auch da. Und das Ganze, gut, es kostet ein bisschen Geld, aber wie gesagt, wenn man es machen will, dann macht man es ja richtig oder man lässt es. Man lässt es. Auf jeden Fall, diese Kit, diese Live-Kit, die hat mich ungefähr mit dem LED-Licht, dass diese Kit, diese hier mit dem LED-Licht und mit dem Mikrofon und mit dem Stativ. Also die sind zusammen in einem Paket, in diesem Paket gekommen. In diesem Paket, die habe ich ja auch gezeigt. In diesem Paket gekommen. Das hat ja ungefähr um die 40 € gekostet. 39, 40 € ungefähr.
Gut, ich habe jetzt lange Zeit gewartet, bis es da ist. Ich wusste nicht, dass das ja aus China kommt. Ich habe ja nicht geguckt, also nicht so richtig gelesen. Ich habe nur das Teil gesehen und ich habe ja schon mal gesehen, ein YouTuber, der hat ja auch was davon erzählt. Aber ich wollte ja irgendwie die Erfahrung selbst machen und deswegen habe ich das gekauft und ich wusste nicht, dass das von China ist. Es hat ungefähr 4 Wochen gedauert, bis es ja da gewesen ist. Auf jeden Fall, ich habe es euch jetzt gezeigt und bitte, wenn jemand mir einen Tipp geben kann, wie ich das machen kann und wie soll ich das machen. Und auf jeden Fall, ich fange jetzt damit an. Also ich bin jetzt dabei, weil bei dem Kit, Live-Kit, ich habe jetzt ein Telefon drauf, ist gut, das Bild wird nicht so schön ist, wenn ich das da zeige, dann muss ich ja hochheben und so weiter. Oder mit der Kamera ist es ja das so oder so. Und ich habe auch hier aus dem Flohmarkt diese Telefonhalterung, der jetzt neu gekommen ist, der aufgeht, so. Geht auf und ich kann das vielleicht zeigen mit dem anderen Telefon oder mit diesem Telefon mal ein bisschen drehen. Ja, jetzt hole ich den raus und dann geht er zu und wenn ich jetzt schon wieder, guck mal, der wieder auf und dann tue ich mein Telefon rein und dann geht er zu und dann lädt er Automatik auf. Das habe ich hier auch aus Flohmarkt gekauft und ich weiß nicht, was das gekostet hat, 13 Euro. Auf jeden Fall, ich lege jetzt mit an los und mal gucken. Also mit der Kamera werde ich jetzt auch mal ein bisschen arbeiten und dann mal gucken, wie das ist. Auf jeden Fall, ich bedanke mich, dass ihr da zugeschaut habt und wenn jemand, wie gesagt, einen Tipp hat, er kann mir auch schreiben und sagen, ja, yeah, das kannst du so und so und so machen. Und ich bedanke mich bei euch und ich sage Tschüss.